kann man nicht mehr reinkommen, glaube ich, ohne Millionen Invest. Du hast ja nur drei Bereiche genannt, wo du quasi dir vorstellen kannst, Geld zu verdienen, Affiliate-Markt, alles drum und dran. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr. Da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Günstiges und effizientes Marketing. Kein Zeit- oder Eigenaufwand. Erreichen einer jungen Generation. Nachhaltiges Wachstum. All diese Vorteile bringt Gainback mit sich. Hat mir damals mit 14 während Corona das Programmieren selbst beigebracht. Letztendlich brilliert eine Idee ja auch nur dann, wenn alle Beteiligten von dieser profitieren. Ja, wir kommen irgendwann alle im Leben an einem Punkt, da ziehen wir von zu Hause aus, wir gehen vielleicht studieren, haben unseren ersten richtigen Job, vielleicht lernen wir auch unsere Traumfrau kennen, wollen zusammenziehen, erste gemeinsame Wohnung. Aber eine Sache wird auf jeden Fall immer richtig beschissen sein und das ist die Wohnungssuche. Ihr schickt hunderte Anfragen raus, es meldet sich keiner zurück. Keine einzige Antwort, nicht mal eine Absage. Und wenn dann mal einer antwortet und ihr eingeladen seid zur Besichtigung für eine Wohnung, die eigentlich schon wieder über Budget liegt und die euch auch gar nicht gefällt, ihr geht trotzdem super motiviert dahin, ihr kommt da an und dann stehen da Dutzende andere Leute im Hausflur. Ihr habt eigentlich schon gar keinen Bock mehr, wisst sofort, ihr könnt wieder umdrehen, das wird nichts. Dann gibt es noch die Dinger hier, Bewerbermappen. Ihr drückt alles schön ordentlich aus, weil ihr wollt ja einen super Eindruck machen bei dem Vermieter. Am besten noch Gehaltsnachweise, alles rein. Und dann, es meldet sich einfach keiner zurück. Super frustrierend, super nervig, super zeitaufwendig. Aber nicht nur für euch, sondern auch für den Vermieter. Weil sobald die Wohnung online ist, das E-Mail-Postfach explodiert mit E-Mail-Anfragen. Ihr kommt gar nicht mehr hinterher, Wohnung noch frei. Ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt auszusortieren. Und das ist gerade für professionelle Vermieter, die tagtäglich vermieten, Wohnungsunternehmen, Hausverwalter, extrem zeitaufwendig, teuer und natürlich personalintensiv. Und genau deswegen haben wir Wohnsinn gegründet. Wir sind dein digitaler Assistent für die Wohnungssuche. Und das Ganze funktioniert schon ganz anders als andere Portale. Du bekommst nicht einfach irgendwelche Wohnungen angezeigt, sondern wir stellen erstmal ein paar Fragen. Was suchst du? Klar, aber auch wer bist du? Und basierend auf deinem persönlichen Profil bekommst du ein individuelles Wohnungsangebot. Wir nennen es dann Matches, ähnlich wie auch auf Datingportalen. Du kannst dich dann durch deine Wohnung swipen, dich mit einem Swipe direkt bewerben. Und du hast immer dein digitales Profil mit deiner digitalen Selbstauskunft, alle mietrelevanten Dokumente hinterlegt. Und du kannst dich sogar mit einem Vorstellungsvideo vorstellen, weil der persönliche Eindruck ist das wichtigste Kriterium bei der Mieterauswahl. Wenn du dann die Wohnung gefunden hast, kümmern wir uns auch um alles Weitere, was du brauchst beim Umzug. Egal was, Strom, Gas, Internet, wirklich ein Service von der Suche bis hin zum Einzug. Und jetzt haben wir natürlich noch überall moderne Apps, aber nur bei der Wohnungssuche laufen wir einfach immer noch mit unseren gedrückten Mappen durch die Gegend und das wollen wir ändern mit Wohnsinn. Auf der anderen Seite, die Wohnungsunternehmen, die Hausverwalter, die Immobilienmakler, die bekommen bei uns nicht mehr einfach hunderte Anfragen, sondern eine vorselektierte Auswahl an genau passenden Interessenten, immer vollständig, mit allen mietrelevanten Dokumenten, alles rechtssicher. Sie können die direkt filtern und vermieten so eben nicht mehr wie bei anderen Portalen mit 11 oder 13 Stunden administrativem Aufwand, sondern unter einer Stunde. Und so ist die Vermietung natürlich easy und endlich ein bisschen mehr Zeit für Work-Life-Balance. Damit sind wir jetzt in Köln gestartet. Allererste Stadt, in der wir unterwegs sind, seit letzten Sommer. Wir arbeiten mit den größten Immobilienverwaltern Europas zusammen. Das ganze Portal ist kostenfrei für Suchende. Für Vermieter haben wir ein Inserat, das kostet 9,90 Euro. Und wir sind jetzt in Köln gestartet. Der nächste Schritt ist natürlich größte Miethexenkessel Deutschlands, Berlin. Und dann die Metropolen, auf die wir uns konzentrieren. Wir haben in jeder Metropole Wohnungsknappheit, überall ist das Problem immens, das wird sich auch nicht ändern in der nächsten Zeit und dann natürlich deutschlandweit aktiv sein. Dabei uns helfen extrem Partnerschaften. Wir haben eine Partnerschaft mit OnOffice, das ist das größte CRM für Immobilienmakler, über 35.000 Immobilienmakler, exklusive Portalpartnerschaft und mit dem Haus und Grund, das ist der größte private Vermieterverein. Da starten wir jetzt in Bonn mit über 7.000 privaten Vermietern. Ja, das ist Wohnsinn und werdet Teil von unserer Reise. Echt cool. Wie lange gibt es jetzt Wohnsinn? Seit letzten Sommer. Genau. Und ihr habt jetzt, also ist vermutlich in der GmbH, ne? Bist du alleine, hast du Co-Founder? Genau. Was? Ja, Co-Founder, Christian, sitzt draußen. Okay. Wir haben zu zweit gegründet, haben uns in China kennengelernt, während dem Studium. Ich habe da erst gearbeitet für so einen Hersteller für Ladesäulen, Vertrieb und dann in Shanghai noch Auslandssemester gemacht, da haben wir uns kennengelernt.
Und ich bin dann nach München gegangen, habe da gearbeitet für ein Softwareunternehmen. Sie haben so Börsensoftware gemacht. Mhm. War dann auch in der Schweiz für die, in Zürich, 3 Jahre lang das Vertriebsteam geleitet. Und hatte aber immer schon Bezug zur Immobilienwirtschaft, weil meine Eltern haben eine Hausverwaltung. Und ja, Felix, mach dich nützlich, kümmere dich um die Vermietung. Dann war das immer mein Problem. Und dann kam Christian irgendwann wieder auf mich zu, hat in der Zwischenzeit seinen Master gemacht, für verschiedene Startups gearbeitet. Kam aus Boston zurück, wo er seinen Master gemacht hat und war zum 9. Mal in 4 Jahren auf Wohnungssuche und war übertrieben abgefuckt. Wusste, ich vermiete, ist zu mir gekommen, hat sich übertrieben, ja, ein bisschen seinen Frust rausgelassen. Und ich habe ihm erzählt, wie das als Vermieter ist, wenn, ey, die Wohnung ist eine halbe Stunde online und es kommen Nachrichten raus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und da haben wir gesagt, ey, warum sind die Immobilienportale also hängen geblieben? Das kriegen wir besser hin. Und ja. Habt ihr jemanden einfach beauftragt, das zu programmieren? Und ihr habt ja quasi die Ideologie und Vision? Oder kannst du selber programmieren, er programmieren? Nee, wir sind beides BWLer. Ja. Aber ich habe einen guten Kollegen von mir, Niklas, habe ich 2010 im Türkei-Urlaub kennengelernt. Er ist Programmierer, hat auch schon ein eigenes Startup gehabt. Das war so eine App, wo man sich Lernunterlagen für Prüfungen und so weiter an der Uni runterladen kann. Und genau, und dann haben wir noch einen Angestellten mit dazu. Also wir sind 4 Leute im Team, 2 Entwickler und Christian und ich kümmern uns um Marketing, Finance, Vertrieb, alles Mögliche. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich als Immobilieninhaber und Vermieter ein Listing machen muss, muss ich pro Listing 9,90 € monatlich oder einmalig zahlen? Wie? Genau, einmalig. Ja, einmalig. Wir gehen da natürlich aber gerade auf die großen Anbieter, die wirklich, weil bei uns das Allerwichtigste ist Angebot auf der Plattform. Das macht unsere Plattform attraktiv, gerade exklusive Wohnungen, die du nirgendwo anders findest. Und da gehen wir halt gerade auf die Großen, die immer wieder jeden Monat kontinuierlich viel Angebot auf die Plattform holen. Habt ihr bewusst mehrere Geschäftsfelder zusammengelegt? Weil ihr habt ja gesagt, auch Strom, sowas etc., das ist ja eigentlich eine eigene Branche. Das ist auch eine riesige Branche. Ja, also ihr habt mehrere Branchen miteinander verknüpft. Das ist das Geile. Guck mal, wir haben richtig viel krasse Daten. Wir wissen genau, wer du bist, wo du hinziehst, wann du da hinziehst. Und so ein Umzug ist halt immer ein extremer Wechsel. Alle deine Verträge ändern sich, du musst alles anpassen. Und da haben wir natürlich richtig gute Daten. Wir wissen genau das Timing und können dann natürlich auch diesen Prozess immer weitergehen. Was brauchst du alles beim Umzug? Was brauchst du alles in deiner neuen Wohnung? Rechtlich ist das auch eine günstige Situation. Wenn man aussieht aus der Wohnung und neu eingeht, dann werden auch alle Verträge gekappt. Genau. Das ist quasi so was wie eine außerordentliche Kündigung. Da wird der Wadi-Team gleich über Upselling reden. Das ist nämlich genau dieser Punkt. Aber da kommen wir ins Spiel und wir sind die Ersten, die davon wissen. Und das wollen wir halt natürlich ausnutzen, die Situation. Das heißt, es ist quasi wie eine Plattform, sagen wir mal, ich als Wohnungssucher. Ich registriere mich auf der Plattform mit meinem Bewerbungsprofil. Genau. Und es bleibt auch immer erstmal gleich. Das heißt, es kann jeder sich anschauen. Genau. Und ich entscheide, und dann du als Vermieter entscheidest dann, ey, die Unterlagen passen, der sieht sympathisch aus, den lade ich zur Wohnungssuche ein. Genau. Also als Vermieter ist es so, du hast immer schon eine relative Vorstellung, wen du als Mieter suchst. Wenn du ein Haus hast, wo nur Rentner leben, dann lässt du da keinen Studenten rein, weil dann gibt es nur Stress. Eine Familie mit Kindern. Oder, ja, genau, irgend sowas. Deswegen, du willst am liebsten als Vermieter gar nichts davon hören, du willst keine Beschwerden, du willst gar nichts. Das heißt, du suchst jemanden, der genau in die Hausstruktur reinpasst. Und das kannst du eben bei uns schon vorher definiert, wen du suchst. Und dann wird die Wohnung nur Leuten ausgespielt, die eben auch genau darauf passen. Interessant. Und das macht das System dann quasi? Das macht der Matching-Algorithmus, genau. Den Gedanken mit dem Profil, habt ihr den von Immonet vielleicht? Ich bin sehr viel auf Immonet unterwegs, weil Aburuat und ich, wir wollen zusammen, wir suchen Wohnkomplexe und dann kann man auch sein Profil anlegen etc., alles hochladen. Das ist dann quasi, dass man Profil hat richtig, wo die Leute das nachschauen können. Ja, genau. Was habt ihr da noch für Aspekte bis auf dem Profil? Genau, dieses Profil ist jetzt keine Raketenwissenschaft, also aber es kann doch nicht sein, dass du heutzutage immer noch deine Sachen ausdruckst und die mit zur Besichtigung bringst. Und das da vorlegst. Und wir können eben sagen, ey, wir haben eine Mieterdatenbank, alle Mieter, die drin sind verifiziert. Zumal, dass du bei einer Wohnung, wenn die hochgeladen wird, hat die sofort 2.000-3.000 Views. Genau. Und bevor du überhaupt hingehst, hast du schon keine Lust darauf, weil ich weiß es selber und das Postfach, also das ist, ich war selber so oft auf Wohnungssuche, habe nichts gefunden, habe 1,5 Jahre Wohnung gesucht, ohne Rückmeldung, ohne niemand, nichts. Und wenn du dann da bist, du sprichst dann mit denen beispielsweise, in meinem Fall, du sprichst dann mit denen super sympathisch, dann gehst du dahin und dann finden sie dich auf einmal nicht mehr sympathisch. Warum auch immer, weil du entweder tätowiert bist oder einen Bart trägst oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das kann schon so ein paar Sachen lösen. Zum Beispiel, dass du ihn vorher schon gesehen hast, ohne dass er weiß, dass du ihn gesehen genau, hast. Genau. Weil als Vermieter ist das ja auch blöd. Dann kommen die Leute zur Besichtigung und dann musst du danach nochmal aussortieren. Moment mal, der passt ja gar nicht hier zu mir. Die Hardfacts stimmen ja gar nicht. Und das ist dann für beide frustrierend. Genau, das ist für beide beschissen. Und das wollen wir eben für beide
digitalisieren und den Prozess verbessern. Was für ein Investment sucht ihr? Wir sammeln 500.000 Euro ein. Davon haben wir 350 schon committed, sicher. Und das Geld wird investiert, um jetzt in NRW, weil in NRW haben wir super viele Synergien. Wir haben jetzt schon Wohnungen in Düsseldorf, in Bonn die Kooperation. Und Berlin natürlich ist der größte Markt, da wollen wir jetzt rein. Okay, und die 500.000 sucht ihr, 350 habt ihr gefunden und für 150 kriege ich wie viel Prozent? Genau, wir machen es als Wandeldarlehen. Wandeldarlehen. Genau, weil Unternehmensbewertung ist gerade einfach, könnte ich euch jetzt irgendwelche Zahlen um den Kopf hauen, aber wir wandeln es dann eben, wenn die qualifizierte Runde stattgefunden hat. Genau. Okay. Das macht er zum Beispiel anders als die anderen. Ja, Wandeldarlehen. Ne? Das hört sich logischer an. Ist auch Bewähler und Vertriebler. Ja. Aber ist nicht so interessant. Nee. Ich würde mich mit den Jungs besprechen und dann... Ja, mach das auf jeden Fall. Sag ich dir meine Entscheidung. Danke. Kannst du dich an unser Telefonat erinnern, einmal, wo du mich angerufen hast, wo du Probleme mit deinem Haus hattest? Ja. Das löst ja das ja. Indirekt. Also es ist eine Sache, die wirklich Sinn macht, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, ist das so wirklich umsetzbar, weißt du? Und mit dem Mann in der Leben, das macht er auf jeden Fall besser als die Startups davor. Also das ergibt mehr Sinn. Weil er sich nicht, die haben sich zu hoch geschätzt, als sie sind? Nee, Wandeldarlehen ist ja, ich gebe denen Geld und dann wird es halt festgeschrieben, bis zu dem Tag zahlst du es zurück. Wenn ich das zurückzahle, dann habe ich halt keine Anteile, habe nur halt gewissen Zinsertrag auf den Betrag bekommen oder ich kriege dann halt Anteile. So. Das ist gut für die, weil wenn die dann in der Zwischenzeit wirklich Erfolge erzielen, dann bist du wieder raus. Ja. Das ist halt dein Risiko als Investor. Aber der Markt an sich, also das ist... Die Immobilienbranche ist sehr konservativ. Ne? Also das ist schon ein Punkt, wo man ansetzen kann. Dass wie damals als Advokat bei den Anwälten kam, wo das eine Branche war, die sehr konservativ war, wo die Leute mit Fax gearbeitet haben und auf einmal die Digitalisierungsbombe eingeschlagen. Das ist ja das, warum die sich so schwer tun mit Erneuerung. Und Immonet zum Beispiel, die legen mit Profilen, die gehen schon in diese Richtung. Vonovia zum Beispiel hat auch eine eigene App rausgebracht oder will auch in diese Richtung gehen. Und die sind noch sehr zäh, sehr langsam. Da funktioniert eigentlich so gut wie gar nichts. Ich sag, bis Vonovia das gemacht hat, sind das 10 Jahre, die vergehen. Ja. Die sind sehr, also das ist schon ein... Skip-Button, was die hier machen wollen. Ja, die auf jeden Fall, das meine ich ja. Das ist ja, sehr guter Punkt. Aber ist euch aufgefallen, dass er kaum über Einkommen geredet hat? Er hat nur einmal diese 990 erwähnt, was eigentlich nicht tragend ist für das Unternehmen. Aber er hat angeteasert Sachen, also ich weiß gar nicht, warum er das nicht explizit erwähnt hat. Er meinte, wir können als allererster denjenigen auch stumm und etc. die Verträge anhauen. Es gibt ganze Branchen, die arbeiten nur damit, die sich damit finanzieren, die Umsätze machen. Die sind gerade Stromanbieter, ja. Zum Beispiel. Du weißt ja selber, wie viele diese Finanz-Apps es gibt und nur durch Vermittlung, wie viel die verdienen, ne? Ja. Also das ist, glaube ich, der Wenn Aspekt, wo er am meisten Geld verdient. Wenn eine Wohnung alles für dich macht, dann kann das schon eine coole Sache werden, ja. Ich finde es interessant. Aber das mit dieser Bewertung würde ich auch gerne nochmal wissen. Das ist ja, ich stelle mir das wie einen Social-Media-Bereich vor für Wohnungssucher und Wohnungsgeber. Ja. Gibt es die Möglichkeit dort auch, dass ihr euch gegenseitig bewertet? Ja, gute Idee. Ist auf jeden Fall in Planung, ähnlich wie bei Airbnb, wo du auch im Nachgang deinen Gastgeber bewertest und der Vermieter auch den Suchenden bewerben kannst. Genau. Genau. Warum habt ihr es noch nicht reingemacht? Oder? Ist einfach was in der Entwicklungspipeline. Also wir haben, wie gesagt, 2 Entwickler und können nicht alles auf einmal machen. Ist aber auf jeden Fall etwas, was wir auch im Kopf haben, weil es eben so in die Richtung gehen soll, Social Media für den Wohnungsbereich. Ja, aber das Profil kann ja jahrelang bestehen bleiben. Genau. So, weißt du, dann kann man immer, der Vermieter kann immer wieder über dein Wohnsinnprofil abchecken, wie du bei mehreren Vermietern warst. Genau. So, ja, okay. Was wird die Einnahmequelle sein, die am meisten Geld einbringt in die Firma? Wird auf jeden Fall weiterhin das Abo-System für die Wohnungen sein und dann natürlich der ganze Affiliate-Bereich mit Strom, Gas, alles, was du darum brauchst. Genau. Okay. Also ich kann dir so sagen, ich finde das Ding cool, das Konzept ist sehr, sehr interessant für mich, aber ich investiere halt nicht in Startups, die mit Wandeldarlehen arbeiten, weil einfach für mich das einfach keinen Sinn. Also für dich ist es perfekt so, ne? Aber in meinen Augen macht das Geschäft da nicht so viel Sinn. Als Wandeldarlehen? Ja. Also hängt ab, wie man es sieht, aber ich bin jemand, der sagt, okay, ich gebe lieber Summe X, ich habe so und so viele Anteile, wenn es verbrennt ist, dann ist es so, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ja. Das ist so meine Herangehensweise, weil bei Wandeldarlehen hatte ich 1-2 Fehler in der Vergangenheit gemacht und ich habe mir einfach gesagt, ich lasse die Finger davon weg. Gut, das ist deine Entscheidung. Ja, korrekt. Ja. Und ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Glück. Ich glaube an das Konzept und ich würde es mir auch gerne mal anschauen in 1-2 Jahren. Wenn ihr auf Wohnungssuche seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Nee, auf jeden Fall eine coole Präsentation. Danke. Danke. Danke vielmals. Vielen Dank. Ja, hat Bock gemacht. Super geiles Setting, auch sehr professionell, geile Bühne, geile Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu präsentieren.
Und ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, kommt vorbei, macht Spaß, fahrt nach Berlin. Und ich glaube, wir haben auch 3 neue Wohnsinn-Fans dazu gewonnen. Und ist ein super cooles Projekt und ich freue mich schon, die Videos anzuschauen und auch viele weitere Startups. Hi, mein Name ist Patrick Rexhausen und das ist mein Sohn Matteo Rexhausen. Matteo Nuri Rexhausen. Ich bin 46 Jahre alt, bin in Berlin geboren, bin ein Migrant, das heißt, mein Papa ist türkisch-arabisch gemischt und meine Mama ist eine Deutsche. Und ich bin hier aufgewachsen und mein Vater ist abgehauen, als ich ganz klein war. Und dadurch war alles ein bisschen komisch. So. Das heißt, ich hatte nicht so viel Spaß im Leben. So, und dann habe ich mich so ein bisschen durch die Gegend gekämpft und hatte ich das große Glück, dass ich dann Papa geworden bin. Und und der liebe Gott hat mir meinen Sohn geschenkt. So. Und ich liebe Basketball und ich liebe diesen Lifestyle. Und auch wenn ich schon ein bisschen älter bin und so ein bisschen komisch wirke, ist das so, dass ich das so liebe. Ich habe davor über 100 Hotels geleitet als Kreativdirektor und über 4200 Mitarbeiter verantwortet, über mehrere Jahre. Dann wollte ich ein Basketballspiel kaufen für uns beide, weil es war draußen nass und regnerig und hatte wieder keine Zeit. Und auch unseren Korb konnten wir nicht benutzen und unseren Nachbarn stressen. Und so, und dann habe ich mich hingesetzt, so oldschool wie ich bin, und habe halt angefangen zu zeichnen. So, und dann habe ich ihn gefragt, oder wir haben das halt zusammen ausgearbeitet, so wie könnten wir denn unsere Liebe zu Basketball ausdrücken, dass wir halt einfach ein Basketballspiel haben wollen, ja? So wie halt ein Basketballspiel, so wie ein Kickertisch oder irgendwie sowas. Also habe ich gegoogelt und mir ging es relativ gut finanziell. Das heißt, ich konnte es auch einfach so machen, aber wir haben nichts gefunden. Also haben wir überlegt, wie denn sowas sein könnte und dass es mein Sohn ist. Und habe ich halt überlegt, wie kann ich meinem Sohn was mitgeben. Also haben wir das gemalt und ich als Kreativdirektor habe sowieso schon immer andere Lösungen gefunden. Und wenn die Leute immer sagen, er geht nicht weiter, ja, geht nicht weiter. Aber dann kommt man ja zu mir und die Leute haben mich dafür bezahlt. So. Also haben wir es gemalt und dann habe ich gedacht, hey, krass, gibt kein Basketballspiel auf der Welt. Hä? Wie? Es gibt kein Basketballspiel auf der Welt. Na gut, alles klar, also haben wir uns hingesetzt. Und dann haben die zu uns gesagt, hey, geht nicht. So wie immer in meinem Leben, ja, es geht nicht. Ich war ein Hartz-IV-Kind, es geht nicht, okay? So, alles ging nicht. Alles klar, so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wir bauen ein Spiel und wir werden es dir zeigen. Und wir schicken es durch die Welt. Und wir werden schaffen, dass es in die NBA geht. Und wir werden schaffen, dass sie das lieben. Weil warum? Weil alles ist basierend auf der Liebe. Ja, auf der Liebe zu dem Spiel. Weil es geht ja nicht um irgendwas anderes. Es geht ja darum, dass wir einfach nur Basketball spielen wollen. Dieses Spiel, das was auf der ganzen Welt funktioniert. So, dann sind die gekommen, hey, ja, nein, geht nicht. Das Business Case. Du brauchst das. Aber ich hab über 80 Hotels aufgemacht. Ich habe Hotelküchen konzipieren dürfen. Ja, ich habe genau das erreicht, was man mir nicht zugetraut hat. So, und deswegen setze ich mir andere Ziele. Wir sind auch nicht hier, dass wir wirklich viel brauchen oder so, oder irgendwas brauchen, sondern nein, wir brauchen einen Partner. Weil wir haben Angebote und wir können uns auch selbst finanzieren und alles drum und dran. Aber ich schaffe es nicht alleine, weil ich habe alles alleine gemacht. Ich habe das 5 Jahre alleine gemacht. Alleine, mit ihm zusammen. Und die haben uns von allen Seiten sonst was gegeben. Es gab Corona, Halbleitermangel, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, es ist ein Supplier von uns pleite gegangen, Mann. Der ist mit 250.000 Cashflow. Mann, ich habe noch nie so viel Geld in meinem Leben, Alter. Der ist damit abgehauen. Ich saß da auf einmal so, was soll ich sagen? Also habe ich mich wieder gequält und ich habe wieder eine Lösung gefunden, so wie ich immer in meinem Leben eine Lösung gefunden habe. So, und wir haben unseren Traum wahrgemacht. Und wir haben heute ist das so, dass wir das gemacht haben, das was keiner gelobt hat. Die Leute haben nicht geglaubt, dass wir schaffen, diesen Traum zu leben. Dass wir sagen, Basketball, es geht nur um Basketball, Mann. Die Leute lieben Basketball. Ja, also bauen einen digitalen Court. Okay, so, und so. Was ist denn, also was willst du für deine, die du wirklich liebst, was willst du für deine Kinder, Mann? So, ich will nicht, dass der sitzt an der Playstation, ich habe auch eine Playstation 5. Ja, Mann, und er hat auch eine. Er trainiert, seitdem er 2 Jahre alt ist. So, und er muss jeden Morgen trainieren, genau, warum? Weil ich das so möchte, weil wir ein aus Disziplin generiertes Leben tragen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und das alles ist Hoopers heute. Weil Hoopers ist nicht nur ein Basketballspiel, das was es auf der ganzen Welt nicht gibt. Nein, sondern es ist auch ein digitaler Kosmos. Es hat eine App. Connected mit einer App. Weil warum? Weil ich wollte ja, dass ich das zusammenbringe. Eigentlich ging es ja nur darum, dass ich Zeit mit meinem Sohn verbringen will, überall. Und jetzt habe ich gedacht, hey, was ist denn, wenn der älter ist? Das heißt, was ist denn, wenn der woanders arbeitet? Dann bin ich ja gar nicht mit dem zusammen. Also habe ich gedacht, hey, das Ding muss doch auch online-fähig sein und so. Aber es muss ja auch cool sein von der Qualität. Weil ich will ja was für meinen Sohn, das ist ja nicht für irgendjemand, sondern. Und dann haben die immer gesagt, nein, geht nicht. Du kannst keine Qualität machen. Und so Ansprüche, so wie, ja, weil ich stehe auf geile Schuhe. Genau.
Ich stehe auf schöne Sachen. Warum? Und ich komme aus der Scheiße, Alter. Ja, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts, Mann. Ich weiß, wie das ist. Ich freue mich, dass ich heute was Sauberes tragen kann. Ja? Ich weiß, dass diese Schuhe so viel wert sind. Ich habe die genau für diesen Moment. Wie lange habe ich die? 4 Jahre? Ja, so. Mann, wir haben die draußen angezogen. Na klar, Mann. Ich habe noch einen Karton dabei. Bin ich bescheuert. Also das heißt, Anspruch ist, mach was mit Identifikation, mach was mit Liebe, mach was, das, was die Leute lieben. Das heißt, bring auch Qualität. Qualität. Das heißt, ja, mach unterschiedliche Bällchen. Das sind die Ballhalter. Alles CNC gefräst. Es gibt unterschiedliche Bälle. Das heißt, es ist alles one line. Und alle haben gesagt, ey, geht nicht. Nee, du kannst die Packung nicht innen und außen bedrucken. Mm-mm. Nein, und du kannst das auch nicht nachhaltig machen. Mm-mm, geht nicht. Geht nicht. Geht alles nicht. So, und es geht auch nicht, dass ein Koch, ja, durch die Gegend geht und denkt, ey, ich starte mal kurz eine Produktion. Mm-mm, geht nicht. Geht alles nicht. So, und hier drin ist mein Leben, Mann. Weil ich hab als 15-Jähriger genau gespielt auf den Basketballplätzen und ich habe die Leute gezockt. Ja, Mann, warum? Ich habe White Man keinen Jump gesehen. Genau. Im Buff the Rim, ja, die ganze Sache. Ich hab das gelebt, Mann. Ich liebe Hip-Hop weiter. So. Und, aber trotzdem ist es auch so, dass ich den Anspruch habe, das heißt, so jetzt habe ich ein haptisch-physisches Spiel. Und was kann dieses haptisch-physische Spiel? Ja, das macht das dasselbe, das, was der Ball kann. Ja, nicht nur, dass es dir die Liebe vermittelt. Ach, nee, sondern auch, wir beten Menschen Ball. Ich habe Tests gemacht. Verstehen Sie, was ich meine? Sie lieben Bälle. Wollen wir wetten? Fassen Sie ihn an. Geil, oder? Oh, mit dem Ball. Nicht weiter, Mann. Ich bin ein Unterklassenkind, Mann. Ich brauche keine Playstation, Alter. Geben Sie mir einen Ball und einen Korb, Alter. Was ist los? So, genau darum geht's. Und jetzt ging es darum, jetzt, ich habe eine Frau. Was sagt meine Frau? Mann, stell nicht noch irgendwie sowas dahin, Mann. Nicht noch irgendwie sowas Großes. Alles klar, dann musste ich halt Platten bauen. Dass ich zusammen Platten kann. So, und ich bin inspiriert, ja, genau, von diesem Ganzen. Never stop dreaming. Made by a dreamer. Alles ist limitiert. Alles ist so. Entschuldigung. Aber es kommt alles aus Deutschland. Die ganzen Teile werden in Übersee produziert. Aber heute ist es so, es gibt den Single Loop. Und hier ist jetzt auch noch unsere Premiere für Vadim. Und zwar ist es hier die Edition, das ist die erste, die nicht nur über die Hoops leuchtet, sondern die halt auch über die Buttons unterschiedlich leuchtet. Was sind die Buttons, Mann? Die Buttons, die sind Funktionen. Das heißt, was ist Basketball? Basketball ist geil. Aber warum ist Basketball geil? Weil es gibt einen 2-Punkte-Shot, es gibt einen Dreier. Ich muss mich irgendwie verteidigen können. Bierpong eigentlich, mein Bierpong ist geil, aber kann ich mit meinem Sohn Bierpong spielen oder was? So, aber ich liebe das ja trotzdem, Mann. Ich trinke nicht, Mann. Bin ich so ein Typ. Das können ja alle machen, alles geil. Okay, so, also haben wir den. So, und also gibt es in der App gibt's eine Single-Version. Das heißt, ich kann selber trainieren und ich kriege Statistiken. Wenn ich cool bin, ich bin cool, ja, so wie der Deutsche Basketballbund oder so ein paar etwas elitärere, ja, das sind unsere originalen Spielbälle. Und hier gibt es, das ist die Goat-Line. Okay, das ist die Greatest of All Times Line. Kommt in demselben Case, da wo ich einen Porsche-Schlüssel drin kriege, das ist doch dieselbe Firma. Ja, ist CNC gefräst, wiegt 2,5 Kilogramm. Ja, gibt es passendes Spielfeld, gibt es passendes Stadion, weil Hoopers ist nämlich auch ein Franchise-Konzept. Sogar der Deutsche Basketballbund will mit uns arbeiten. Und, Dankeschön. Ich bin einfach mal letztes Jahr, weil ich gedacht habe, hey, ich bin cool, ja, bin ich mal nach New York geflogen. Ins NBA-Head-Office. So. Dachte ich mal so, geht nicht, wie geht nicht? Habe ich den Jungs, den Sicherheitsleuten, habe ich erzählt, ey, Jungs, Mann, ich bin 13.800 Kilometer geflogen. Was ist los? Ja, ihr habt nicht auf meine E-Mails geantwortet. Haben die mich nicht reingelassen? Na gut. Habe ich gesagt, ey, ich bleib hier. Bin ich geblieben? Ha, ich bin geblieben. Jeden Tag mit Donuts und so weiter. Haben sie mich reingelassen. Ja, und ich habe es sogar geschafft, dass einer runtergekommen ist. Und ich habe einen Auftrag gehabt. Ja, alles drum und dran. Aber, und jetzt kommt's. Ich habe überall Nachfrage. Überall, aber wir können sie nicht generieren. Alles ist based auf diesem. Warum? Weil ich nicht die richtigen Partner habe. Warum? Weil ich habe Angst. Ich kriege Geld von der Bank. Die Bank, die hat das bewertet. Alles toll. Also, es ist Liebe, Mann. Es ist daraus getrieben. Es geht hier rum. Es geht nicht um Cash, Mann. Es geht, also, das,
Also ja. ich, alles gut. Also in dem Spiel geht es quasi darum, dass man so eine Platte halt hat, ja. Und dann, wie funktioniert das denn? Die connecten mit einer App. Ja. So, und jetzt kann ich mein Device hier raufstellen. Ja. Und jetzt ist mein Device gleichzeitig ein Display. Und ja. dieses Display interagiert mit dem Korb. Ja. Von den Farben und von den Funktionen. Das heißt, es gibt einen Dreipunkt, dann drücke ich den Dreier an, die Farbe wechselt auf Rot, ich höre, it's a three-point, jetzt muss ich einen Meter zurückgehen und dann kann ich einen Dreier werfen. Wenn ich jetzt treffe, countet es drei. Okay. Wenn ich normal werfe, zählt es zwei. Wenn ich faul und ich mache Trash-Talk oder irgendwie so ein Zeug, es gibt ein eigenes Regelwerk und so, es gibt ein Tournament-Rules und es gibt halt, auch in der App gibt es drei verschiedene Modis und die Anwendung dazu und alles. Es gibt auch einen Single-Mode, dass ich mich zu Hause hinsetzen kann und trainieren kann. Mhm. Und es ist vorbereitet dafür, dass es ein Tournament-Mode ist. Und das, was dahinter steckt, ist, dass es eine Investition bedarf, dass das Ding online ist. Das heißt, wer in New York ist und ich bin in Berlin, dann läuft es über einen Livestream mit der Kamera. Und ich habe einen Splitscreen, das heißt, ich sehe ganz genau, von wo der Typ wirft. Und ich sehe ganz genau die Balllinie, weil da gibt es sogar ein Tracking-System dahinter. Das heißt, ich kann nicht cheaten. Das heißt, ich habe das erste physische, online, digital basierte Tournament-Game geschaffen. Und jetzt ist es so, genau so, ja, sorry, echt. Danke. Weil es geht um Bälle, Mann, Bälle, Bälle, Bälle. Ich habe ja gesagt, ja, ich liebe Bälle, 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 Bälle. Was haben denn die Bälle für die Eigenschaften? Ja, genau dieses, ja, dass ich da Spaß habe, Mann. Und die sind doch so sponsig, die haben so ein bisschen Grip und so, ja. So, der ist es halt, Mann, ey, scheiße. Okay. Ja, Mann. Geh näher ran. Ja, Mann, echt. Nee, aber wie heißt du? Du hast ja noch nichts gesagt. Wie heißt du? Matteo. Erstmal sehr cool. Ne? Auch du hast einen coolen Papa, der sich wirklich sehr viel Kopf gemacht hat, um das alles für dich quasi zu machen. Ich hoffe, das schätzt du, ne? Weil nicht jeder Papa würde sowas machen. Wie findest du das Spiel? Also ich finde es mega, weil es wirklich Spaß macht und es ist nicht zu leicht zu treffen. Weil wenn es auch wieder zu leicht zu treffen ist, dann macht es keinen Spaß, weil es jeder kann. Aber es ist wirklich so ein challengiges Spiel, wo das wirklich Spaß macht und viel Competition ist. Das heißt, nicht immer einer ist komplett besser und gewinnt jedes Spiel, sondern es ist so, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere und es macht einfach Spaß. Okay. Und wie siehst du die Zukunft von Hoopers, sagen wir, in ein paar Jahren? Was ist so dein Traum davon? Weil du weißt ja, die Vision von deinem Papa haben wir jetzt ja gehört. Wie siehst du das? Also ich hoffe halt, dass das Spiel sehr groß wird und auch in die NBA kommt. Also so zum Beispiel dann in der VIP-Lounge von der NBA steht, sodass jeder mal spielen kann. Mhm. Und ich sage, es hat wirklich großes Potenzial, weil jedem, den wir es bis jetzt gezeigt haben, hat sehr Spaß damit gehabt. Okay. Wie habt ihr schon diese Sachen verkauft, also diese Sets? Wie viel kostet eins? So? Also am Anfang war das so. Wir haben 50 Sets verkauft, mhm. Und ich habe, also wir besitzen alle Werkzeuge und alles drum und dran, und dadurch war der Einstiegspreis sehr, sehr hoch. Das heißt, ich bin damals mit 523 Euro rangegangen, weil ich halt auch in der Krise war. Dann habe ich es ausgestellt und ich habe sofort 50 Stück verkauft. Sofort. Verkauft ihr die gerade immer noch? Darum geht es jetzt. Also dann haben wir die 50 Stück verkauft und haben gleich gemerkt, dass zwei Tage später kamen schon die ersten Rückläufer. Wir suchen einen Partner. Wir suchen jemanden, der Infrastruktur hat, der weiß, worum es geht. Ich weiß ganz genau, dass es um Marketing geht. Ich weiß ganz genau, dass es um das Aufsetzen dieses Unternehmens geht. Also das ist alles für mich in Ordnung. Also da bin ich realistisch. Und wir haben wirklich, es ist für uns beide nicht logisch und für mich ja sowieso. Aber ja, das erzählt man mir jetzt schon die ganze Zeit, dass immer alles nicht logisch ist und sowieso bei mir nicht. Es gibt im NBA Head Office in New York, ja, da steht in der Franchise Zone, das heißt, so wie hier, also ich kann mir halt irgendwelche Rooms mieten, ja, und dann kann ich so meine Meetings oder irgendwas so machen. Ey, da steht ein Kicker. Es gibt nachweislich 825 Millionen Basketballfans. 1% davon, ja, sind 82,5 Millionen. Also wenn ich nur 1% davon konvertiere, aber ich sage ja, ich bin kein Player, Mann. Ja, das heißt, ich mache von 1% 1% und dann sind es trotzdem 82.500 Einheiten. Das heißt, ihr braucht jetzt wirklich nur jemanden, der euch hilft, in die Märkte zu kommen. Ja. Grob gesagt. Und genau. Wie viel kostet denn so ein Gerät mit zwei
Basti. So, ich würde es gerne für 299 Euro verkaufen. Ich würde es gerne um die Welt bringen, für 299. Ein Korb eigentlich für 99. Die App ist for free, die Bälle, die gibt es extra oben drauf. Das ist die Gold Edition. Ja, da gibt es halt wirklich, da gibt es so ein Stadion dazu. Und da kann man elektronisch hoch und runterfahren, Licht, ja. Und da kann man halt auch wirklich Product Placements und alles so drum und dran machen. Aber ich würde gerne, dass das Ding für 299 Euro in der Qualität, genauso so wie das ist, um die Welt geht. Wir würden uns einfach über Unterstützung freuen und wir würden das genauso zurückgeben. Das heißt, von den Verträgen und von allem, das was da reingeht. Also in erster Linie schafft niemand irgendwas alleine. Es ist immer ein großes Team, auch wenn das nicht sichtbar ist. Also Mathieu, dein Papa ist ein Visionär, ist ein sehr cooler Papa und man merkt die Leidenschaft, man merkt auch den Qualitätsanspruch. Also wenn ich höre, schon CNC gefräst, das kennt man und viele kennen das aus der Automobilbranche. Das ist schon teuer, das ist hochwertig, das ist schon aufwendig. Bei 5.000er Stückzahlen, das klingt jetzt vielleicht von außen betrachtet als Laie nicht viel, kommt aber darauf an, das ist nicht nur erklärungsbedürftig, das Produkt, es ist auch ein Produkt, was Platz in Anspruch nimmt. Was ich aber cool finde, ist, dass es auch gesplittet ist, dass es eine kleinere Variante gibt. Man merkt, dass einfach viel Detailarbeit, also wenn ich sehe Kartons von innen bemalt, beschriftet, bedruckt, das macht kaum einer, weil das halt ein Kostenfaktor ist. Und jetzt ist halt der Punkt, jetzt prallen zwei Welten aufeinander. Wir haben die Leidenschaft, wir haben die Liebe, wir haben die Vision, wir haben euch und ihr macht das super. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel einen Stepan und er fragt sich natürlich, und die Frage haben wir beide schon gestellt, wie viel wird das Ding am Ende kosten? Weil da muss viel Geld reinfließen, da muss Energie reinfließen, es muss viel Informationsarbeit fließen. Aber was kostet ein Kickertisch? Ein guter Kickertisch kostet wahrscheinlich sogar mehr. Ja, bei Kickertische hast du nicht diese Barriere, das ist schon etabliert. Das ist halt etabliert und das ist halt ein reines Marketingprodukt, ne? Ich sehe das nicht. Also ich sehe das, also ich bin erstmal, muss ich sagen, ich bin ein richtig krasser Fan davon. Ich habe auch gefragt, ob ihr das verkauft, weil ich mir 100% eins kaufen werde. Ich weiß nicht, ob du Privataufträge annimmst, ich will so ein Ding 100% haben, obwohl ich nicht mal krasser Basketballfan bin. Ich sage, ich sehe dieses Ding sogar in Jugendtreffs. Also wieso nicht auch ein Basketballtisch, wenn es einen Kickertisch gibt? Ja. Ich sage, das Ding hat so geisteskrank viel Potenzial und du hast hinter dir eine Tabelle, ein Skript, aber du hast trotzdem gerade die ganze Zeit von deinem Herz gesprochen und das habe ich viel mehr gefühlt, als nur Bilder zu skippen und sie durchzuarbeiten. Deswegen, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich feiere das übertrieben, also ich sage für mich, was es bis jetzt das Beste heute, was ich gesehen habe. Weil für mich verbindet das dieses Spielen, physische Spielen viel miteinander und das wird ja immer weniger und so hast du eine Möglichkeit, dieses Digitale mit dem Physischen zu mischen und ich verstehe dieses Argument, warum steht da ein Kickertisch, wenn da auch so ein Tisch stehen könnte? Wie gesagt, es ist alles da, es ist alles jetzt proof, aber ich kann es halt nicht, ich habe nicht nach Geld geraced davor, ja, so, aber ich habe jetzt da drin, ich habe über 500.000 nachweislich da drin. Ich habe über 700.000 Euro, weil ich diese professionellen Werkzeuge und auch alles habe. Ich suche jemanden, der das versteht. Und der versteht, dass ich Gas gebe. Mir ist es egal, Mann. Ich will da vorne. Also mit einem Partner wie ihm. Ja, oder Leute, die Ahnung haben und die Leute, die das wirklich können. Habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr zu machen 15.000 Einheiten zu einem Cover Average von 299 Euro. Das heißt, ich möchte bis zum Ende des Jahres 4,5 Millionen Euro Umsatz machen, bei mindestens 50% Marge, mindestens, ja, so. Und das ist alles da drin. Es ist wirklich alles. Ich habe wirklich mal sowas gemacht, auch wenn ich ein bisschen komisch aussehe. So. Sie können über mich googeln, aber ich habe KPIs gemacht und Budgets, Forecast und so. Boah, okay, also meine betriebswirtschaftlichen Zahlen stimmen. Das heißt, Ihr Investment von, sagen wir mal jetzt einfach mal so, ja, von 600.000 Euro, da wo ich noch mal hinterhergehe mit 600.000, soll am Ende des Jahres in 12 Monaten, soll das ungefähr ein Average haben von 8 bis 10 Millionen. Und das ist das kein Hokuspokus, kein Schneeballsystem oder gar nichts. Sondern Sie haben den Flow, Mann, und ich habe das gemacht. Und ich lasse mich auch gerne an die Hand nehmen, ey, kein Ding, Mann. Überzeugt und leidenschaftlich her geht's nicht, das ist schon mal klar. Ja, auf jeden Fall, die Firmenbewertung berechnen sich jetzt. Das ist alles, wie gesagt, wirklich, bitte, es geht nicht darum, ich will nicht auf die irgendwas, es geht nicht darum, es geht um das Potenzial. Wir sind keine Lügner, wir sind kein Heuchler, wir haben, so wie wir scheißen nicht. Ich habe kein Skript im Hintergrund, man gar nichts, Alter, so, sondern ich mache das seit 5 Jahren und ich hasse. Und ich brauche jemanden, der Basketball liebt, Mann, und mehr nicht. Erstmal danke, ich glaube, wir drei finden das Produkt sehr cool. Kann man nicht anders sagen, ne? Das Ding ist einfach, du hast eine krasse Bindung auch dazu wegen Sneaker. Das passt einfach so heftig. Ja, also lass uns beratschlagen so. Ja, ey, schon sehr hochwertig, Bro. Dass die Ball halt auch CNC sind, ist ja hammergeil. Die Dings da, das sind zwei Teile. Drei Teile, 1, 2, 3.
Man kann es auch splitten. Du kannst auch alleine spielen gegen andere. Du klickst das hier, ist so ein Dingssystem. Und hier ist Dings und hier kommt dann das Handy quasi hin, ne? Und dann ist das dein Scorecard, wenn du es verbunden hast. Das ist krass, ja. Überleg dir mal 5 Jahre Entwicklung, ne? Ja, das ist schon heftig. Versuch mal. Wenn du triffst, 100 Subs. Ich treff eh nicht. Oha, das war close. Ja. Komm, wenn du triffst, trage ich eine Woche Sneaker. Was kriege ich, wenn ich treffe? Oha, was hast du da? Okay, Breitenberg hat uns aufgenommen. Du bist der Beste, du hast gewonnen. Über eine Sache mache ich mir Sorgen, über die Kostenstrukturen dahinter. Ich mache mir darüber keine Sorgen, ich mache mir um was anderes Sorgen. Um? Leute, die so voll mit Visionen sind, mit denen ist es immer sehr schwierig zusammenzuarbeiten, weil die vergessen diese unternehmerische Sinn so dahinter. Ich bin sehr fasziniert davon, weil so viel Arbeit in das reinzustecken. Überleg dir mal, wie viele Rückschläge alleine hier diese ganzen Connections. Aber das ist kein einfaches Ding, ne? Das Krasse ist, er hat gesagt, er ist transparent. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es gezeigt. Er hat gesagt, ich bin verzweifelt. Er hat nicht so auf cool getan mit, wir haben alles, wir brauchen nichts mehr, alles gut. Sondern er hat gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche jetzt einen Partner, der mich an die Hand nimmt und der weitermacht. Und das finde ich sehr, sehr transparent. Und er geht selber nochmal mit 600.000 rein, sagt er. Also das Ganze wird viel mehr brauchen als 600 oder 1,2. Er legt alles offen, aber er braucht echt jemanden, der ihn edit. Wir haben uns das wirklich angeschaut und haben auch jetzt ein bisschen ein paar Bälle geworfen und mal ein bisschen so unter die Lupe genommen. Wir alle drei sind davon fasziniert. Es ist ein sehr cooles Produkt. Ist auch bewundernswert, mit wie viel Innovation, Emotionen und mit welcher Leidenschaft man an diesem Projekt gearbeitet hat, 5 Jahre lang. Ne? Und da musst du einfach das wertschätzen, dass du so einen coolen Papa hast, der das für dich gemacht hat. Und auch wie die, ich habe dir genau aus diesem Grund hier zwei Freunde von mir, die mich beraten und sagen, ich soll es machen. Und ich werde mir das Projekt wirklich genau anschauen, weil ich finde das cool. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass wir das skaliert bekommen und 10, 15, 20.000 ist auch nicht so ein Problem, wenn man die richtige Struktur dahinter schafft. Genau. So, danke. Das kann ich sagen. Gut. Vielen, vielen Dank wirklich. Danke euch. Nee, Mann, Alter. Sehr coole Präsentation. Und nächstes Mal, Matteo, kannst du auch ein bisschen was erzählen. Mhm. Würden uns freuen. Dankeschön. Ich wollte die nicht nach vorne stellen, darum ging's. Ja, aber... Nee, aber es ist doch... Ist sehr gut. Danke euch, ja. Ich danke. Danke vielmals. Unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Und wir haben halt ein sehr, sehr spezielles Produkt. Und wir haben halt Liebe fürs Spielen im Herzen. Und das muss halt die richtigen Leute treffen. Und das bringt halt auch nichts, wenn es dann halt irgendwie nicht das richtige Mindset trifft. Und wir haben sehr, sehr gehofft, hier das richtige Mindset zu finden. So. Ich denke, Hoopers geht jetzt um die Welt. So wie wir es uns gewünscht haben. Also ich fand es sehr erfolgreich. Und es hat mich sehr gefreut, dass alle sehr überzeugt davon waren und auch dachten, dass es sehr viel Potenzial hat. Und dass das Spiel halt einfach alle geschockt hat. Das würden wir hier. Das sind jetzt keine echten Menschen? Nein. Nein. Die existieren nicht? Nein. Ist das krank? Das ist halt der Faktor, der unwirtschaftlich ist, unserer Meinung nach. Du kannst mit 20 Mitarbeitern 1.000 Kunden bedienen, aber mit 20 Mitarbeitern kannst du auch 10.000 Kunden bedienen, wenn du es richtig aufstellst. Diese Produkte kaufen wir mit dem Herzen. Wie schaffen wir das jetzt mit unseren Pausenfutterprodukten hinzubekommen? Im Moment haben wir für 23 wiederkehrende Käufer von 54%. 54%.